Also echt jetzt, wie kann man ein Spiel so nennen? Sekiro, Shadows Die Twice. Komm mal vor wie 70er Kung Fu, wo jemand beim Text jetzt viel kifft hat. Ich sag nur, hurra, die Knochenbrecher sind da. Der betrunkene Affe? Du hast es erfasst. Ja, was rede ich? Das Studio hat sich From Software genannt. Immerhin, danach haben wir die Dark Souls Spiel und Bloodborne zum Verdanken. Da ja, meint man ja. Jetzt drehen sie das Ganze auf Samurai. Und ich sag's gleich, das taugt mir. Sogar mehr noch als die Souls-Spiele davor. Es fängt schon beim Setting an. Feudales Japan, viel Feind, viel Ehe. Wir spielen einen Shinobi, so eine Art Ninja, und müssen ein göttliches Kind retten. Das ist kurz nach dem Intro entführt war. Da dabei haben wir einen Arm verloren. Kein Problem, dafür kriegen wir eine Shinobi-Prothese. So was wie Mega Man-Arm. Mit dem Teil und unserem Katana schnetzeln wir uns bis ans Ziel oder an die Ziele. Es könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Und so komisch es klingt, genau das finde ich saugeil. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Ich glaub fast Sekiro kommt der Kelle vor Sekira. Das Game ist sauschwer. Hätte man sich aber auch denken können. Dark Souls und so. Das Kampfsystem ist relativ simpel. Für jeden Angriff gibt's einen Konter. Und wer super kontert, der kann einen harten Gegenangriff setzen. Es bucht so, weil sogar kleine Gegner können für unseren einarmigen Banditen da zum Problem wäre. Das heißt, am Anfang stirbst du. Oft. Sehr oft. Da fühlst du dich wieder Mr. Bean. Erst wenn du das Kampfsystem wirklich checkst, also wenn du genau im richtigen Moment konterst, hast du eine Chance. Sonst zerlegt dir derselbe Gegner immer und immer wieder. Da hilft kein Ausweicher und kein Angreifer, du musst das Schwert perfekt im Griff haben. Da führt auch kein Werk drauf vorbei. In den Souls Games hast du wenigstens noch deine Figur hochleveln können, damit es leichter wird. Das geht bei Sekiro nicht. Da hast du einen fixen Charakter, ohne Stats zu Move Modes. Gut, Erfahrung bringt dann neue Skills, aber die kann man meistens nur bestimmte Stellen im Game bzw. bestimmte Gegner brauchen. Dasselbe gilt für deine Arm-Upgrades. Da kriegst du zum Beispiel so eine Art Axt-Extension. Die hilft gegen Feinde mit Schilde. Aber sonst gegen nicht wirklich was. Mit der Wurfsterne, da kriegst du mal einen Bogenschütze-Clan, aber ein Boss kratzt das nicht wirklich. Da brauchst du Biss und Reflexe wie ein Jedi. Lohnt sich aber. Das Gefühl, einen Gegner mit Stil zum Legen, ist einzigartig. Zing, zing und weg. Vor allem, wenn du stundenlang drauf gewirkt hast. Also kurz gesagt, die Kämpfe sind unfassbar intensiv. Boah. Ich bin hart, aber ich bin fair. Und Trick gibt's allerdings. Wer sich anschleichen kann, ist im Vorteil. Leise ahne. Denn vor hinten, vor vorn, vor oben, vor unter oder vor der Seite zuschlagen. Wie ein Tenshu. Wer sich noch erinnert. Moment mal, ist das da ein Windel? Ja, egal. Sogar bei der Obermotze hilft es. Zumindest eine Kelle. Bei der Welt gibt es jetzt nicht so viele Überraschungen. Also schön groß, sieht gut aus, viele Details und Secrets. Ist aber nicht ganz auf dem Level von Bloodborne. Dafür kommst du mit der Greifarm-Mechanik flott durch die Gegend. Du kannst sogar abhauen, wenn es eng wird. Und eng wird's wäre. Weil Checkpoints sind selten und die Bosse schafft man nie beim ersten Mal. Und bei Sekiro ist ja leider nichts umsonst. Nimm mal der Tod. Der kostet lieber Geld und Erfahrung. Du hast ja nur einen Joker. Du kannst dich selber einmal wiederbeleben. Deshalb auch Die Twice. Ne? Die Story ist okay, gerade wie man es von Souls gewohnt ist. Und auch nicht so mystisch. Trotzdem gibt es genug Monster und Schrägszüge. Kopflose Affe, Killerkarpfe oder Trainingszombie da, an dem ich meine Moves ausprobiere. Alles in allem ist Sekiro für mich wie das Lied von der Ava Max. Sweet but Psycho. Super, einzigartig und intensiv. Also ein echtes Erlebnis. Aber man muss schon drauf stehen, dass man sich dafür ordentlich quälen lässt. Viel bittere Niederlagen, dafür dann irgendwann süßer, süßer Sieg. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich auf Vorarlberg Online. What the fuck? Oh, what?